mich jetzt besonders, hier Walter Sittler anzukündigen. Vor zwei Monaten ist er zum Schirmherr für die Spendensammlung zur Urheberrechtsklage von Peter Düppers geworden. Gestern war er bei Backes im Nachtcafé und hat für unsere Veranstaltung geworben. Und heute ist er hier. Walter, die Bühne gehört dir. Das ist überwältigend hier. Ich sehe überhaupt keine Wiese mehr, nur noch Protestierende. Großartig. Also, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, liebe Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche aus Freiburg, Konstanz, Mannheim, liebe Leute aus Tauberbischofsheim, Buchen, Mosbach, Ulm und Friedrichshafen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier in Stuttgart im mittleren Schlossgarten, inmitten von über 200 Jahre alten Platanen, inmitten von 280 Bäumen, die gefällt werden sollen aus Größenwahn für einen Bahnhof, den keiner braucht und den kaum einer will. Wir sind hier in Stuttgart, in einer wunderbaren Stadt, gegenüber dem alten Wahrzeichen Stuttgarts, dem Hauptbahnhof, dem Bonatzbau, dem beide Arme abgeschnitten werden sollen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Aber es geht hier nicht nur um den Park oder um den von Paul Bonatz gebauten Bahnhof, es geht um viel mehr. Denn Stuttgart 21 ist ein Kannibale. Stuttgart 21 frisst alles auf, das Geld der Steuerzahler, unser Geld, das der Stadt, des Landes. Es frisst wichtige Verkehrsprojekte in der Region. Es frisst das Geld, das wir hier für die Menschen so dringend brauchen. Es frisst Stuttgart, es frisst unsere Stadt und das wollen wir nicht zulassen. Und wir alle, die Finanzierer von Stuttgart 21, wir sollen das einfach hinnehmen. Wir, die wir heute hier protestieren und alle übrigen, die gegen Stuttgart 21 sind, die sollen wieder einmal nicht gefragt werden und wieder einmal nichts zu sagen haben. Damit frisst Stuttgart 21 auch noch den Rest an demokratischen Strukturen und den letzten Anstand auf. Es gibt ganz offenbar ein Kartell, das man eher bei Silvio Berlusconi und seinen Hintermännern vermutet hätte. Ein Kartell bestehend aus Banken, Firmen, Verkehrswissenschaft und vor allem aus der Politik. Sie alle stehen da hinten in der geplanten Immobilienwüste ganz allein wie der Scheinriese von Michael Ende im Jim Knopf und sie wollen uns Angst machen. Die Beine hat dieser Scheinriese von der Landesregierung, der das Ding unbedingt zum Laufen bringen will. Rumpf und Arme hat er von der Deutschen Bahn, die es anpackt. Der Kopf dieses Scheinriesen ist allerdings komplizierter. Der vordere Hirnlappen, das ist Bilfinger und Berger. Der hintere Hirnlappen, das ist Züblin. Das Zentralhirn, das sind die Banken, daneben Hirndrüsen von Weiß und Freitag, Hochtief und so weiter. Und noch etwas. Die Schuhe, ja, das sind unser Oberbürgermeister und seine Helferlein von CDU, SPD, FDP und Freien Wählern. Aber bei Scheinriesen ist es ja so, je näher man kommt, desto kleiner wird er. Liebe Leute, so groß und mächtig, wie sie tun, sind sie gar nicht. Sie kriegen nämlich ihren eigenen, angeblich so großartigen und unumkehrbaren Plan, den kriegen sie gar nicht gebacken. Auf ihre Ausschreibungen meldet sich immer wieder überhaupt niemand. Die,
die Ausschreibung des Grundwassermanagements, ausgeschrieben und zugeschlagen an Bilfinger und Berger, an wen auch sonst, zum halben Preis der anderen Anbieter, ist wieder zurückgezogen worden. Die Ausschreibung für den Nesenbach-Düker, das sogenannte Filetstück des Projekts, ohne den überhaupt gar nichts geht, musste zurückgezogen werden, weil die Projektleitung Risiken abwälzen wollte, ohne die dafür notwendigen Kosten zu tragen. Es muss alles neu gemacht werden. Der gesamte Zeitplan für Stuttgart 21 hängt jetzt schon ein Jahr hinterher. Lasst uns aus diesem einen Jahr 10 Jahre machen, 100 Jahre, Verschiebung für immer. Alle, die Michael Endes Roman Jim Knopf kennen, wissen, dass die Scheinriesen sehr einsam sind. Ich glaube, Herr Drechsler, Herr Grube, Herr Mappus, Herr Arzer, Herr Schuster sind es auch. Wir nicht. Wir sind viele. Wir haben 1000 Pläne und sind voller Zuversicht, Stuttgart 21 zu stoppen. Gegen uns halten Sie nicht aus. Stuttgart 21 wird nicht gebaut. Die Befürworter werfen den Gegnern immer wieder vor, sie seien immer nur gegen alles und hätten keine Vorschläge. Ich habe einen. Ein sofortiges Moratorium und im Herbst setzen sich alle Parteien, die Fachleute der Parteien, Sozialexperten und Künstler zusammen und diskutieren, was die Stadt, was das Land wirklich braucht und diskutiert auch endlich die Alternativen unter Erhalt des Kopfbahnhofs, die längst auf dem Reißbrett vorliegen. Der Protest, unser Protest gegen Stuttgart 21 hat diese Stadt schon verändert. Und nun gehen wir an die nächste Stufe. Wir verändern das Land. Historiker werden in ferner Zukunft sagen, mit dem Widerstand gegen Stuttgart 21 begann nicht nur eine Phase der Regierungsbildung jenseits von Schwarz-Gelb, sondern, und das ist noch viel wichtiger, es begann eine Phase der Demokratisierung, der Bürgerbeteiligung an der Politik Baden-Württembergs. Vielen Dank. Oben bleiben! Oben bleiben! Ich übergebe an die Moderatoren. Bis nachher.